Heute will ich euch von einer meiner Lieblingskünstlerinnen erzählen. Sie heißt Yayoi Kusama und kommt aus Japan. Sie gehört zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Welt. Sie lebt heute in Japan und ist 92 Jahre alt. Es gibt ein tolles Buch über sie zur aktuellen Ausstellung, die gerade in Berlin im Martin-Gropius-Bau zu sehen ist. Yayoi malt ihr ganzes Leben lang schon. Sie ist bekannt für ihre farbigen Bilder und ganz besonders für ihre Polka-Dots. So hat sie die genannt. Dot heißt der Punkt und Polka heißt eben Polka. Was das genau ist? Seht ihr hier. Das Besondere bei Yayoi Kusama ist, dass sie auch oft in den Bildern selber drin vorkommt. Das heißt, sie wird Teil des Kunstwerkes. Sie hat überall am Körper Punkte, trägt gepunktete Sachen und verschwindet sozusagen in den Räumen mit den Punkten und in ihren Bildern. Wie man solche Punktebilder malt, zeige ich euch im Tutorial. Und dazu braucht ihr folgende Dinge. Mehrere kleine Zeichenkartons, solche Malerrollen, Schere und Stift, Buntstifte oder Filzstifte, ganz wichtig, solche Korken in verschiedenen Durchmessern. Ich habe hier einen Weinkorken und einen Prosecco-Korken und mehrere Farben. Ich habe hier Acrylfarben, ihr könnt auch Gouachefarben oder Plakatfarben dafür nehmen. Das geht alles. Das war's. Fangen wir an. Zuerst werden die Blätter grundiert. Zwei machen wir mit Pink und zwei noch mit einer anderen Farbe. So, dass es schön gleichmäßig aufgetragen ist, die Farbe. Das ist wichtig. So. Kannst du natürlich auch mit einem Pinsel machen, aber mit der Walze geht es gleichmäßiger und es macht auch mehr Spaß. So, während unsere Blätter jetzt trocknen, die wir grundiert haben, nehmen wir einen Zeichenkarton, der genauso groß ist wie die Blätter, und einen Bleistift. Auf diesem Blatt wird jetzt ein Objekt gezeichnet. Eine Vase kann das sein, das kann aber auch eine ganz einfache Form sein, das, zum Beispiel eine Tasse, wie diese. So, jetzt noch den Henkel dran. Jetzt machen wir Folgendes. Aus dieser Zeichnung wird eine Schablone hergestellt. Entlang dieser schwarzen Linie werden wir das jetzt ausschneiden. Aber Vorsicht! Hier, dieses Feld, was hier innerhalb von diesem Henkel ist, wollen wir auch haben. Deshalb müssen hier zwei Stege eingezeichnet werden, die dann nicht ausgeschnitten werden. Das ist ganz wichtig. So, mit der Schere macht ihr euch einen Anfang und schneidet entlang der Linie die Form aus. Schön langsam, möglichst genau auf der Linie schneiden. Das ist auch eine schöne Schablonenform dabei. So, diese Stücke werden stehen gelassen und dieses hier schneiden wir auch aus. Macht jetzt hier einen kleinen Anfang. Da könnt ihr euch auch helfen lassen. Das ist ein bisschen schwierig an der Stelle, den Anfang zu finden. Und dann möglichst genau ausschneiden. Hier, da darf es nicht durchgeschnitten werden. Ne? Jetzt habt ihr eine Schablone und die kann jetzt verwendet werden. Dann legen wir die Schablone auf das getrocknete Papier und nehmen die Walze und die Farbe wieder und walzen einmal drüber.
Jetzt haben wir die Tasse auf dem blauen Untergrund. Wieder kann es trocknen. Jetzt wird die Farbe hier aufgetragen. Schön dick und möglichst gleichmäßig. Dann nehmen wir unseren Stempel, in dem Fall jetzt einen Korken, nehmen Farbe auf und setzen ihn aufs Papier. Eigentlich muss es noch ein bisschen drehen. Der erste Punkt. Zweiter Punkt. Und verteilen das auf dem Blatt, auf die Tasse. Und dadurch verschwindet der Vordergrund, also die Tasse, im Hintergrund. Geht in eine Verbindung auf. Das ist das, was auch in Yayois Kunst immer wieder zu sehen ist. Man kann nicht mehr genau sagen, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund. Jetzt nehme ich den Korken mit der etwas kleineren Fläche und mache kleinere Polkadots. Die setzen wir noch dazwischen an verschiedenen Stellen. Und dann noch ganz kleine Punkte. Dazu nehme ich einfach hier so ein Holz und setze den als Stempel ein. Und ich glaube, man sieht den Effekt jetzt schon ganz schön, dass wirklich man nicht mehr genau weiß, fliegt die Tasse in der Luft, im unendlichen Raum? Ist sie vor einer blauen Wand? Ist vielleicht das Blaue der Vordergrund und einfach nur ein Loch drin, wo man den rosa Hintergrund sieht? So sieht die Tasse mit den Polkadots aus. Und natürlich könnt ihr die Punkte auch auf das Bild raufmalen. Das hat Kusama auch öfters gemacht. Und dazu nehmt ihr euch eure Filzstifte, sucht eine möglichst starke, kräftige Farbe aus und macht ihr wieder große Punkte und kleine Punkte. Abwechselnd große Punkte und dazwischen kleine Punkte. Yayoi hat nicht nur auf der Leinwand gemalt, sondern sie hat ganze Räume bemalt und Gegenstände. Kleidungsstücke, Vasen und Tassen. Die Ausstellung von Yayoi Kusama ist noch bis Ende August zu sehen, aber man kann auch im Internet sich einiges angucken. Da findet ihr ganz viele Bilder und Filme über diese tolle Künstlerin. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Tutorial. Nicht vergessen, Maske auf. Tschüss.